So, Jungs und Mädels, weiter geht's. Map Nummer 3, Demira steht an. Virtus Pro gegen Team Dignitas momentan steht's. Ich werde es gleich oben anpassen. 1:1 nach Maps. Also bisher hat sich Dignitas alles andere als schlecht geschlagen. Ich denke mal, die meisten hatten hier wirklich halt Virtus Pro einfach als absoluten Favoriten auf dem Schirm. Aber wie gesagt, die Dänen haben mich persönlich zumindest sehr, sehr positiv überrascht. Schauen wir mal, ob sie das jetzt auch über diese dritte Map noch beibehalten können. Pascha, der jetzt offensiv reinpushen, der wird von zwei Leuten direkt erwartet. Und da ist er tot. Keine Chance zu reagieren. Die Gegen-Nades, ja, okay, hat guten Damage gemacht, ja. Neo hat da einiges angerichtet, aber auch er fällt sofort am B-Spot. Sein Mate ist ja ebenfalls schon tot an kurz. Und damit sind es nur noch Tess und Snacks, die das Ganze jetzt versuchen können, zumindest zu retaken. Aber es wird verdammt schwer gegen vier Leute hier. Oh, Azy sollte darauf vorsichtig sein, dass er hier nicht direkt ins Duell geht. Man muss jetzt aber, ja, weil er da gesehen wurde, wäre er mal eine Sekunde schneller gewesen, dann wäre er durchgekommen und hätte Snacks wahrscheinlich von der Seite einfach holen können. So, Tess. Oh, Tess! Sehr, sehr stark hierbei. Vorsichtig sein. Auch er wird rausgenommen. Jetzt ist MSL alleine. Oh, und er setzt aber den ersten Headshot. MSL, er weiß genau, wo Tess sitzt. Und Tess zieht einfach durch. Tess zieht einfach durch. Er wollte vielleicht mit dem Anschein erwecken, dass er eben nicht durchzieht. Aber MSL sieht es natürlich von der Entfernung. Verdammt stark gerettet von ihm. Aber verdammt knapp. Also da hätte einiges schief gehen können. Auch der Afterblend war jetzt nicht so gut ausgespielt. Man ist da vor allem schlecht auf Refrag gestanden. Also Tess hatte das Einzelduell gegen den Bankspieler gehabt, das Einzelduell gegen Kurz und erst MSL, der halt dann wirklich wieder dagegen gehalten hat. Aber wie gesagt, diese Refrags da haben einfach ein bisschen gefehlt. Aber gut, man musste sich auch sehr schnell positionieren, das muss man schon auch dazu sagen. MSL. Das wird gesetzt, beziehungsweise den zweiten Frag schon gesetzt gegen den Forceball hier von Virtus Pro. Pascha wollte, oder was heißt wollte, pusht durch den Base-Spawn, durch den Base-Spot durch. Jetzt haben wir es. Snacks ist ja auch schon irgendwie unterwegs im Rücken der Gegner, aber sobald die Bombe gelegt ist, rechnen die Gegner meistens immer damit, dass jemand von hinten kommt. Es gibt immer so ein kleines Zeitfenster, wo die Gegner gerade nicht auf dem Schirm haben, dass hinten stehen könnte. Und dieses Zeitfenster schließt sich bisschen, also ein ganz kleines bisschen vor dem Plant quasi. Ab dann rechnen die Gegner plötzlich wieder damit, dass jemand von hinten kommt. Und da muss man halt schauen, dass man einfach das richtige Timing erwischt. Oder du machst es halt so, dass du das Ganze schon wieder so lange verzögerst, dass sie schon wieder nicht mehr damit rechnen, dass jemand von hinten kommt. Aber das passiert in den seltensten Fällen. Also wie gesagt, am besten halt das Ganze davor noch abpassen. Also wissen Pascha und Snacks, dass sie eigentlich keine Chance haben. Eventuell vielleicht noch eine Waffe mitnehmen, das wäre natürlich nicht schlecht. Also jetzt, wo sie auf abgeschossen Chance sind, zumindest dann das Kevlar in die nächste Runde bringen, ist natürlich hier das Ziel. Ja, und Snacks müsste eigentlich durchbringen, genauso wie Pascha. Also damit hat man immerhin diese beiden Spieler noch mit Kevlar dabei. So eine Deagle kann verdammt viel Schaden machen. Wir haben es vorhin bei AZ gesehen mit seinem Ace. Aber gut, momentan 2:0 für Dignitas. Die Dänen starten also hier wieder besser in die Map als vorhin auf der Inferno. Gehen wir jetzt relativ schnell Gas Richtung Kurz. Jetzt soll es zumindest ziemlich flott durchgehen. Zwei Spieler nochmal in den Connector reingeschickt. Vielleicht auch um Virtus Pro so ein bisschen abzulenken oder so noch ein paar Informationen zu sammeln einfach. Genau, möchte das natürlich nicht in den Stack reinrennen. Es soll also trotzdem über den Connector hochgehen. Hat sich da schön mit Kreuzen jetzt rausgespielt. Snacks, der jetzt an Kurz nach vorne pusht. Pimp steht aber schon im Mini-Dünner bereit. Müsste er normalerweise setzen. Danke, Autodirector. Danke, dass du heute so unfassbar bist. Ja, Tess und Pascha. Die müssen jetzt aber auch wegschieben, die beiden. Also. Schauen wir, ob die noch rausgenommen werden. Pimp ist jetzt auf der Suche. Der hat zwar eine AK, deswegen ist es eigentlich relativ gefährlich. Konnte jetzt aber trotzdem den ersten Kill setzen. Tess hat er scheinbar wohl noch nicht gesehen. Konnte ihn, glaube ich, auch gar nicht sehen. Aber der verliert das Duell trotzdem. Also 3:0 für Team Dignitas auf die Mirage. Direkt 3 Tiere und am Anfang des Matches geholt. Ist natürlich immer ganz, ganz gut, wenn du so ins Spiel starten kannst. Und ja, jetzt gilt es natürlich, da so viel wie möglich draufzulegen. Sie hat natürlich jetzt den Vorteil, wenn sie diese Runde gleich wiederholen. Dann könnten sie Virtus Pro natürlich gleich wieder in die Eco schicken und dann eventuell direkt das 5-0 rausspielen. Das wäre natürlich schon ganz komfortabel, jetzt wirklich direkt mit den ersten 5 Runden gleich das 5-0 rauszuholen. Ja, aber dafür muss Dignitas natürlich jetzt erstmal an der Waffenrunde vorbei von Virtus Pro. Hier geht es direkt auch zur Sache. Das macht Virtus Pro ganz gerne, dass sie in der ersten Waffenrunde mal hochpushen.
Mal konnte Dignitas dagegen halten. Jawohl, der CT-Spieler fällt auch. Also der Kerrigan-Spieler damit ist ja erstmal zu gut wie breit. Zwei super gute und vor allem super wichtige Kills hier. Und die Nate tat weh. Aber trotzdem, er hat das Pro wieder zurück in die Überzahl gebracht durch diese beiden Kills gegen den Connector. Oh, super Support. Oh, Pimp hat ihn nicht gesehen. Jetzt muss ich ihn aber gesehen haben. Ja, Pimp gewinnt auch das Duell, weil Pascha nochmal drüber gesprungen ist. Ich habe mich schon gewundert, warum man beim ersten Mal nicht gesehen hat. Trotzdem ist er aber mit Lower Pino noch unterwegs. 28 bei Pimp noch. So, da kommt die erste Brandgranate Richtung Kerrigan. Tensky on spots. Erwischt den ersten. Tensky immer noch mit 100 HP. Und den zweiten nimmt er auch direkt mit. Aber der hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Muss man ganz ehrlich sagen, hat sich das super eingefunden. Ich war mir am Anfang nicht so sicher, ob der Wechsel. Also, ob man Schneider wirklich hätte kicken sollen. Vor allem dann für so einen. Also, was heißt für so einen Spieler wie Tensky? Das ist jetzt genau der Punkt. Ich hatte ihn halt schon auf dem Schirm als relativ guten Spieler. Config dachte ich eigentlich wäre stärker, aber so wie Tensky momentan spielt, absolut die richtige Entscheidung. Vor allem, weil sie sich halt jetzt auch komplett auf Dänisch kommunizieren können. Das läuft dann natürlich ein bisschen besser als mit Schneider, der halt trotzdem dann Schwedisch oder halt Englisch sprechen muss. Ich weiß ja nicht, wie genau die das verstehen oder welche Sprachen die gelernt haben. Aber es scheint wirklich zu laufen bei ihnen. Also was sie hier auf dem Event zeigen, ist nochmal eine deutliche Steigerung zu dem Major. Vor allem, was auch die Teamleistung angeht einfach. Ja, es ist jetzt natürlich zu einem großen Teil auch AZ, weil AZ einfach ein verdammt krasser Spieler ist. Aber wir haben es gerade eben auf Inferno gesehen, es sind alle, die halt da sein können. So, Tensky diesmal wieder den Entry-Break gesetzt. Snacks, der immer noch im Anti-Ninja sitzt. Oh, aber keine Chance gegen AZ, da setzt sofort den Headshot und Biali jetzt hier am Kerrigan, der wird schon von Gearby freudig erwartet. Jawohl, und damit auch abgeholt. Ja, und damit ist Pascha der letzte Überlebende jetzt gegen 5 Spieler hier. Mit der CZ auf die Entfernung ein bisschen blöd, da kann er wenig machen eigentlich. Eventuell jetzt nochmal genau CD rumrotieren und darin versuchen, einen Exit-Track zu ziehen. Aber selbst da wird er wahrscheinlich schon erwartet werden. Aber wir sehen schon, Tensky hat da auf jeden Fall schon das Fadenkreuz in seine Richtung gedreht. Also die pushen auch nicht rein. Ist auch die richtige Entscheidung. Jetzt noch eine AK zu verlieren, wäre nicht wirklich worth. Selbst wenn man ein paar schon Reflex, das ist halt. Jawohl, sie holt ihn da sogar ab. Schneider ist von alleine gegangen, soweit ich weiß, wurde er halt aus dem. Also, was heißt. Gekickt ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber sie haben ihn halt aus dem Team entfernt, kurz vor dem Major, und ich glaube deswegen nicht, dass er von alleine gegangen ist, weil man halt gesagt hat, dass die Kommunikation einfach nicht passt. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Schneider aus freiwilligen Stücken, selbst wenn er das geschrieben hat und selbst wenn es auch das Team gesagt hat, dass er aus freiwilligen Stücken so kurz vor dem Major gegangen ist. Das ist nämlich schon das zweite Mal, dass er quasi für den Major mehr oder weniger schon qualifiziert war und dann wieder aus dem Team rausgekickt wurde. Deswegen, wie gesagt. Also der Hauptgrund dafür war einfach die Kommunikation, die man angegeben hat. Ich glaube, Pimp hatte das Statement geschrieben, wenn mich alles täuscht. Aber gut, whatever, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. AZ hat euch Glück, dass Neo verschießen damit. Jetzt wird man wahrscheinlich versuchen, jawohl, die AWP da so schnell wie möglich anzugehen. Aber Neo bleibt ganz cool. Trotzdem auf die Close Range. Er weiß genau, er hat seine Mates in der Mitte und Spitze. Vor allem Biali, der direkt wieder zwei Tracks setzt. Neo auch nochmal einen mit der AWP umgeholzt. Und damit ist Kerber jetzt plötzlich alleine. Also, na, die Waffe sieht verdammt gut aus für das Pro. Kerber müsste jetzt acen und. Also, wenn diesmal wirklich nochmal so ein Ace passiert wie von AZ vorher, da weiß ich auch nicht mehr. Na? Dauert alles ein bisschen, aber letztendlich kriegt er trotzdem den Kill. Okay, bei 30 Sekunden noch auf der Uhr. Es ist halt die Frage, wie möchte er die jetzt rumbringen? Möchte ich die Exit-Tracks ziehen und schauen, dass er einfach überlebt oder halt so? Er wird einfach rausgenommen. Also, die erste Runde für Virtus Pro. Aber wie gesagt, Dignitas mit ihren 5 T-Runden an sich jetzt schon mal eine solide Basis, auf der sie halt jetzt aufbauen können. Sie haben ziemlich viel Geld, sie können auf jeden Fall kaufen. Sie werden wahrscheinlich noch, ja, 2 Runden weiter kaufen können normalerweise. Ja, kommt jetzt auch ein bisschen auf den AWP-Aufwand an, also wie viele AWPs man kauft. Aber normalerweise müssen dann auch mindestens 2 Runden gehen. Also, die nächste und noch eine. Wenn sie jetzt beide verlieren sollten, natürlich, das ist die Voraussetzung. Und es sieht alles danach aus, als ob sie jetzt entweder den B-Contact spielen, so ist es, oder halt den schnellen B-Go. Aber wir merken, es ist der B-Contact-Go, man sucht jetzt hier erstmal den gegnerischen Spieler, vielleicht einen schnellen Entry-Track, den man da setzen kann. Pascha, oh man, man deckt den B-Spot aber auch sehr, sehr offen bei Virtus Pro. Ja,
kommt eine. Das Ding ist halt genau, diese Deckung ist jetzt einfach durch diese eine Smoke ausgehebelt, mehr oder weniger. Ich meine, man kann natürlich aus der Küche jetzt noch Drucker auf den Spot aufbauen und so weiter, aber der Spot an sich ist einfach gut. Jetzt kommt man mit Fenster-Smoke, dadurch ist die Küche auch schon ziemlich eingeschränkt. Und jetzt haben wir bei Dignitas erstmal so eine Phase, in der man sich positionieren kann. Sie haben schon sehr viel AP verloren und ich denke mal, der Retake wird auch ziemlich hart werden. Ah, die Flash an sich nicht schlecht, aber jetzt wird eine Position nach der anderen ausgeschlossen. Und Pimp ist damit hier alleine. Versucht es auf die Zeit zu spielen, indem er einen nach dem anderen raus und dann die Bombe geht. Aber da kommt jemand, ja, über den Van drüber. Da ist der Pimp zu spät bemerkt. Und damit die Runde Nummer 2 für Virtus Pro. Also die B-Deckung. Gefährlich. Je nachdem, wie gut Dignitas die Afterplans ausspielt. Aber Virtus Pro hat einen sauberen Retake gespielt. Gut, der hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die Flash schon kurz zum Beispiel nicht komplett gesessen hat. Ich meine, der eine Spieler war ja blind, aber der andere ist halt zu spät rumgezogen von Virtus Pro oder halt ganz bewusst Anti-Flash gestanden. Wird alles klar bei Tensky? Jetzt hat er sich wieder beruhigt, das ist schön. War auch halb blind, aber kein Problem für ihn. Boah, da fallen die Frags wieder ziemlich schnell gegen Dignitas. Also jetzt scheinen sie da gerade irgendwie so ein bisschen komplett gegen die Wand zu laufen. Oh ja, MSL hat sich da ein bisschen versprayt, Pimp. Und dann ist wieder die AWP von Pascha da. Also auch dieses Mal wird das Pro wieder sehr, sehr solide. Also seit dieser zweiten Waffenrunde. Auch wenn es noch nicht viele Runden sind natürlich seitdem. Hat Dignitas da einige Probleme. Und gut, eine Runde geht noch zu kaufen, aber danach werden sie langsam, aber sicher über eine Eco nachdenken müssen, auch wenn dann der Loser-Bonus ja bald maximal sein wird. Das war die nächste Runde, um es genau zu nehmen. So, diesmal versucht man so mit dem Weinkeller einfach zu zweit in die Mitte ein bisschen anzugehen. Neo wird erstmal abgesmoked, damit er da aus dem Window nicht mehr wirklich raus agieren kann. Und jetzt ist eben der Weinkeller da, der sich auch erstmal einfach so kurz absmoked und dann hier rauspusht gegen den Connector. Denn der Windowspieler bitte nochmal zum Connector rotieren. Boah, schön von Tensky gespielt, aber die Pre-Shoot aufgegeben und den Gegner einfach reinlaufen lassen. Aber was ist denn bitte mit Snacks da Onspot los? Er rumpst einfach alles weg. Ja, dann ist KY plötzlich alleine. So schnell kann es gehen. Boah, die Runde wurde eigentlich so gut eröffnet von Dignitas und dann kommt Snacks da einfach on-spot und knallt zwei Leute mit dem Headshot direkt weg. Boah, super stark verteidigt von ihm. Es war halt eigentlich eine absolut machbare Runde für Dignitas, aber die wurde ja halt komplett zerstört von Snacks. Aber da muss natürlich Dignitas schauen, dass dann, wie man das im Fußball sagen würde, die Chancenverwertung ein bisschen besser, aber es ist halt schwierig. Ich meine, wenn du einfach so weggeballert wirst, dann, ja, das ist auch nicht allzu viel dagegen. So, Neo jetzt in der Mitte, der hat natürlich gemerkt, dass es sich hier nur um eine Eco handelt. Pimp am B-Spot, dem schauen wir gleich mal zu. Vielleicht geht da noch eins. Ah, der hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn nicht gesehen und er kann, ja, der auch nicht machen, weil der den Spray setzt. Ja, aber in der Mitte. Gesundheit. Oh, AZ hat ebenfalls eingesetzt mit der Deagle. Diese Waffen sind so verdammt gefährlich, wirklich. Also man hat die Überzahl des 3 gegen 2, Kiawa hat sich schon eine M4 geschnappt. Hazy immer noch mit der Deagle in der Mitte. So, und Bialy versucht jetzt offensiv zu pushen, damit er vielleicht noch mit dem rauskommt. Er wurde aber gesehen jetzt hier. Oh, da kommt der erste Headshot und da geht er da und der Baseball wäre damit frei. Und ich denke mal, da wird Dignitas eigentlich reagieren, genau über den Untergrund einfach auf den Baseball schieben. Ja, jetzt natürlich die Frage, was Tess macht, auch er sollte da eigentlich... Boah! Diese Deagle, WTF! Es ist so ekelhaft, sie knallen einfach alles weg damit, das... Krass, wirklich. Ich hatte Dignitas zum Beispiel jetzt auch nicht als so krasses Pistol-Team auf dem Schirm, aber ja, wir sehen's. Also zumindest gegen Virtus Pro funktionieren die Deagle-Runden verdammt gut. Das tut beim Zuschauen weh, wirklich. 6 zu 4. Na, ja, Dignitas wieder in dem Bereich, ähnlich wie auf Inferno. Der schon mal nicht schlecht ist, aber diesmal haben sie den Vorteil, sie sind deutlich früher da als vorher auf Inferno. Oh, schöner Offensiv-Push, jawohl, Tess und Neo zusammen räumen in der Mitte auf. Oh, das macht Virtus Pro so gerne. Da müsste Dignitas eigentlich sensibilisiert sein dafür. Und das ist wirklich einer der Signature-Moves quasi. Die pushen so gerne die Mitte hoch. Das ist einfach, ja, Virtus Pro halt.
Die Bombe ist natürlich jetzt ganz, ganz schlecht down. Gegen 5 werden sie auch nicht mehr wirklich rankommen, egal was sie da jetzt versuchen. Man hat halt eine Smoke, eine Flash noch, aber ja, damit jetzt wirklich viel zu arbeiten in der Situation, also sinnvoll damit zu arbeiten, ist halt schwierig. So, der Ziel konnte zumindest einen setzen, auch der zweite Track sitzt hier noch. Hat er sogar auf dem Schirm, dass hinter ihm einer kommt, aber war es dann einfach schon zu spät. 5 zu 6 also für, immer noch für Dignitas, das war die 5. Runde für Virtus Pro. Ich komme aus Bayern, aus der Oberpfalz. Das ist ein bisschen fränkisch schon, deswegen rolle ich das eher mal so hart. Ja, daher kommt es. So, Dignitas, nochmal mit der Deagle Round. Wir haben es gerade eben schon mal gesehen, was da passieren kann. Schauen wir mal, wie es denn in dieses Mal da geht, aber es sieht ja noch aus, als ob das Pro jetzt auch deutlich vorsichtiger ist. Jawohl, diesmal fliegen die Bretter nicht so ganz. Ja, und da ist die Flawless Round. Also, jetzt ist man sicher dagegen gestanden, weil wird das Pro 6 zu 6 in der Ausgleich. So, Dignitas hat diese Runde keine AWP dabei, sie hätten sich eine kaufen können, also es wäre genügend Geld da gewesen, zum Beispiel bei Tenski. Also scheint die Entscheidung hier wieder ganz bewusst dagegen gefallen zu sein, dass man die AWP eben nicht spielt bei Pimp. Das Pro hat sie bei Pascha dabei, der geht auf den B-Spawn. Ja, das ist natürlich eine der Alternativen, die du mit der AWP anspielen kannst. Das ist immer ein bisschen das Problem, du musst halt an der Standardposition stehen normalerweise. Das heißt, die kann im Normalfall sehr gut abgeämmt werden von einem einigermaßen guten AWP, AK-Aimer. Auch natürlich von der AWP, aber die haben wir ja jetzt nicht beim Gegner. Arr. Oh, Neo und Bialy in der Mitte hier. Jetzt wird kurz angegangen. MSL hat das hat Bialy schon gesehen. Kann ja FIFA ansagen, aber gewinnt es halt dann trotzdem. Hat er schon einiges an AP verloren. Pimp jetzt aber mit dem Refrag, da ist sehr wichtig, oder? Dass man da eben den Frag danach sofort dann zieht. Um den Nachteil wieder auszugleichen, wenn das Duell verloren wurde. Natürlich, das ist immer die Voraussetzung dafür. Neo. Heißt, liegt dann kurz vor und er kann wieder losschießen und wird dann gleich rausgenommen. Tenski mit dem kleinen Burst gegen ihn. Das Next und Test jetzt auf dem Ausbau. Die sind immer noch zu zweit und auch der dritte Spieler ist schon ziemlich in der Nähe. Pascha hat da sehr, sehr schnell nachgeschoben. Pascha gegen den Connector. Da steht er mit der AWP natürlich ziemlich gut da. Jetzt ist der. Ja, jetzt ist Action aufgegangen und jetzt wird es schwierig für die beiden verbleibenden Digital-Spieler. Sie haben eh schon beide Low AP. Tenski kann hier einen rausnehmen. Jetzt versuchen sie einfach schnell Richtung B zu verschieben, um wenigstens die Bombe zu blenden. Ja, spätestens nach der Flash müsste es eigentlich klar sein. Das Problem ist nur, dass das Pascha schneller da ist als sie. Das könnte ihnen jetzt hier genau zum Verhängnis werden, denn man hat Low AP, sie können jetzt hier nicht durch. Ja, und damit ist die Runde gelaufen. Also Pimp und Tenski müssen safen, alle beide. Und damit geht die Runde an Virtus Pro 7 zu 6. Man hat die beiden Waffen jetzt in der nächsten Runde noch dabei. Na gut, Tenski kann legen. Pimp hat 3700. Ach Quatsch, sie bekommen ja kein Geld. Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, dann ist natürlich blöd. Dann kann man den Rest einfach voll vors Bein. Oh Mann. Immer diese Caster. Sie bekommen ja kein Geld, wenn sie nach der Runde überleben. So oder so nicht. Ich hab das irgendwie mal so auf dem Schirm, dass sie nur dann kein Geld bekommen, wenn sie sterben. Aber das ist ja total der Quatsch. Sie bekommen einfach so oder so halt keins. Egal, ob sie überleben oder sterben. Das hat schon den Rechter versucht, aber Neo hält einfach seinen Strahl ran und hat überhaupt kein Problem, die alle umzuräumen. Ah, jetzt kriegt er eins, weil er von hinten nochmal angegriffen wird. AZ, zwei Frags Richtung Spot gesetzt. Ah, Still Connected aus, das ist nicht sein Ernst. Und damit hat man jetzt das 2 gegen... Oh, sei bloß vorsichtig. Die AWP steht dann kurz. Bialy kann... Oh, AZ, der hat so ein sauberes Aiming. Aber Pascha, Pascha kann es auch. Pascha kann auch die Headshots setzen. Er ist einfach. Es ist halt das Ding bei AZ. Es ist gar nicht so viel Aimer, von was er da betreibt. Der ist einfach fast immer auf Kopfhöhe. Und du musst dann. Klingt natürlich jetzt blöd, so einfach ist es nicht, aber du musst dann nur noch im richtigen Moment abdrücken. Oh, das macht er halt immer ziemlich gut. So, jetzt haben wir hier bei Snacks die M249. Er rechnet da vielleicht mit einem Argo, dann ist das MG natürlich gar nicht so schlecht. Denn wenn sie ihn da wirklich reinpushen und er hat hier so ein 100-Schuss-Gerät, dann kann man da, denke ich mal, ganz gut was machen damit. Gegenflash wieder
Er hat auch den völlig richtigen Riecher. Im Moment haben wir da halt das Ding hinter den Argo vor. Da kommt auch direkt Molotov dagegen. Um den ein bisschen zu verzögern. So, und jetzt hat er natürlich hier seine 100 Schuss. Mit denen kann er ordentlich was anrichten. Snacks. Er kommt aber nicht so ganz ran. Jetzt hat er einen. Also immerhin zwei Leute mitgenommen. So. Und ja, wir sehen's. Oder auch nicht. Ich wollte das Cover gleich kurz zeigen. Also, Tenski momentan der beste Spieler bei Dignitas. 14 zu 9 bei ihm. Gut, Kerber ist nicht so ganz reingekommen. Auf der T-Seite ist es manchmal auch ein bisschen schwierig. Wenn du. Es gibt aber manchmal so Spiele, da kommst du nur in blöde Situationen rein. Entweder weil du dich selber reinspielst oder weil der Gegner dich so gut ausspielt. Das passiert halt manchmal einfach. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass man einfach nur drei Frags setzt. Aber gut, Dignitas auf jeden Fall. Ich denke mal, mit 6 T-Runden sind sie trotzdem wieder nicht schlecht dabei. Also, das ist. Damit kann man wieder arbeiten, wenn jetzt die Pistol-Round wieder an sie geht. Dann hat man wieder eine ähnliche Situation wie auf Inferno. Dieses Mal dann bitte nur mit den beiden Antikos, wenn man die Pistol auch gewinnt. Das ist natürlich dann schon, setzt man irgendwie schon so ein bisschen voraus. Ansonsten lohnt sich es natürlich nicht unbedingt. So, jetzt mache ich mal ganz kurz Folgendes. Und zwar. So, hier, Moment, was haben wir da? Ja, na gut. So. Also. Weiter geht's. 9 zu 6 im Moment für Virtus Pro, für die Polen. Wir sind live in der zweiten Hälfte. 1 zu 1 steht's nach Maps. Wir sind auf dem Decider.de Mirage. Und Dignitas könnte mit der gewonnenen Pistol hier theoretisch wieder ausgleichen, wenn zum einen die Bombe nicht gelegt wird und sie zum anderen natürlich dann die beiden Antikos auch holen. Das sind dann die beiden Voraussetzungen für dieses 9 zu 9. Aber Virtus Pro scheint es relativ entschlossen Richtung A zu gehen. Da steht ein AZ und wir kennen AZ. MSL im Unterholz. Aber es soll übers Haus rausgehen. Da hat man es natürlich schon ein bisschen schwieriger von Carrigan. Und sie smoken CT nicht ab. Sie lassen CT offen. AZ orientiert sich schon um. Da kommt die erste Flash gegen ihn. Die hat jetzt nicht so blind gemacht. MSL im Unterholz kann keinen Spieler mitnehmen. AZ auch nur einen. Das ist jetzt auch nicht wirklich die Welt. Pimp im Get Right, keinen Kill setzen können. Er ist da unerkannt reingekommen, aber es reicht nicht für den Kill. Ja, jetzt natürlich für Kierwey und Tenski verdammt schwer, aber Kierwey, der setzt den ersten Kill. Jetzt kommt gleich die Nate hinterher. Aber die zweite Spieler auf jeden Fall da raus. Ja, sein Mate ist tot und jetzt ist Kierwey alleine. Er hat einen Diffuser dabei. Er muss jetzt ganz schnell die Headshots setzen, denn trotzdem, die Zeit läuft natürlich davon. Das Pro-Spieler geben ihm auch ganz wenig Chance, da wirklich die Headshots zu machen. Und dementsprechend kann er jetzt einfach weggehen. Ob er seinen Gegner in die 300 schenkt oder ob er den Diffuser mitnimmt. Es ist eigentlich günstig gesprungen. Die Runde wird auf jeden Fall, dann wird das Pro gehen. Denn der bei findet jetzt einfach keinen Weg mehr auf den Spot. Er wollte es endlich auch schon von hinten ab. Ja. Die Shots wollen einfach nicht so ganz sitzen bei ihm. Beziehungsweise, was heißt, sie wollen nicht sitzen? Sie geben, also die Gegner geben ihm auch einfach keine Chance, die Shots zu setzen. Und jetzt hat man halt, ja. Jetzt hat man die Runde Nummer 10 bei Virtus Pro. Und es könnte natürlich jetzt rundenmäßig für Dignitas relativ schnell ziemlich bitter werden, denn Virtus Pro wird jetzt die nächsten beiden Runden wahrscheinlich holen können, wenn sie jetzt hier keine Anti-Eco abgeben. Und dann steht es halt 12 zu 6. Und wenn dann die erste Waffenrunde auch noch flöten geht, wenn die nicht gewonnen wird, ja, dann steht es besser mit dem MSL stand sehr offenbar ein Risiko. Ah, Pascha schießt da low, die Welt kommt hinterher, tötet ihn einfach noch nicht ganz. FAP noch übrig, jetzt kommen hier wieder die Smokes und man versucht es einfach wieder mit dem TBR Go. Der aber ziemlich gut natürlich und sehr effektiv ist vor allem auch. Es sind zwar kleine Lücken in der Smoke, aber die wird er sie jetzt nicht unbedingt so hart ausnutzen können. Kerber, der ist eher mit dem Deagle dabei. Boah, wenn er den jetzt gesetzt hätte, dann wäre ich wirklich AFK gegangen. Zumindest der Refrag von Tenski ist dann da. Man hat das 3 gegen 3, was an sich eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Ah ja, aber da fliegen die AP davon. Wir sehen es schon, ein Spieler nach dem anderen wird da komplett rot und damit geht auch diese Runde an Virtus Pro. Man hat zwei Spieler verloren bei den Polen. Ja, aber ich denke mal, damit können sie auf jeden Fall leben, weil Dignitas doch einige Pistolen gekauft hat. Also wir gehen in die Runde Nummer 18. Für Virtus Pro die Möglichkeit, es 12 zu 6 draus zu machen, denn sie spielen wieder nur gegen Pistolen. Das heißt, wenn sie auch hier wieder das Ganze einigermaßen koordiniert spielen, einigermaßen diszipliniert, dann sollte da nichts anbrennen. MSL. Wieder Unterholz. Derweil. War da gut daneben geholzt.
Er fällt on spot, jawohl. Und jetzt stirbt hier wieder einer nach dem anderen. Pimp ist jetzt der letzte Überlebende. Das ist sein Gegner, hat gemerkt, dass er gegen ihn springt. Und dadurch einfach den Spray setzen können. 12 zu 6 also für Virtus Pro, für die Polen. Und jetzt geht's gleich in die erste Waffenrunde rein. Jawohl, so ist es. Also Dignitas mit der AWP bei Pimp. Kann sich aber kein Kevlar dazu kaufen, obwohl er eigentlich zweimal vollgespart hat. Bisschen strange eigentlich, aber okay. Und der Rest hier erstmal mit den M4s. Man hat drei Schalli M4s, eine normale. Ich denke mal, die normale wird dann fast sogar Richtung A gehen. Ja, weil da ist es wahrscheinlicher, dass durch Action oder Haus mehrere kommen. Ich meine, es ist eh immer eine Präferenzsache, welche man spielt. Ja, völlig egal. Gut, auf dem B-Spot könnte man sie vielleicht auch noch vertreten. Aber okay, weil scheint sich da mit der Schalli M4 eben einfach wohler zu fühlen. Virtus Pro hat sich da jetzt angekündigt. Jawohl, da soll es aus dem Haus rausgehen. Kevlar kann die Ansage bringen, da wird einiges kommen gegen uns. Tenskat den ersten rausziehen können. Jetzt wieder Kier. Oh, Kevlar, der sich hier einen schönen kleinen Headshot bringt. Und auch hier ist die komplette, oder zumindest die Hälfte der B-Deckung einfach durch diese beiden kurzen Moves ausgehebelt worden. Dadurch fällt das Crossfire weg und man kann sich halt auf den Kevlar alleine konzentrieren. Trotzdem Pimp mit dem AWP-Break. Oh, Pimp mit noch einem AWP-Schädelschuss. Jawohl, der Retake scheint absolut gut zu funktionieren. Snacks jetzt der letzte Überleben. Der hat einfach Molotov dabei, um den Bomben Diffuse noch ein bisschen zu verhindern. Aber MSL zieht einfach tapfer durch, weil seine Mates das Feuer löschen. Gar kein Problem. Da kommt der Refrag. Also, Bombe diffused. Runde Nummer 7 für Team Dignitas. Ja, und das sah eigentlich ziemlich gut aus. Also gut, Gerber hatte natürlich jetzt leichte Probleme am Anfang. Muss man ganz klar dazu sagen. Deswegen ist mir auch ziemlich gut auf den Spot draufgekommen. Aber der Retake dann auf jeden Fall grundsolide. Gerade Pimp aus der Küche raus, der zwei Kills setzt. Und dann fährt man einfach zusammen durch. Also ist ja alles gut funktioniert. Damit also die Runde Nummer 7 für die Dänen hier. Und jetzt gilt wieder eigentlich das gleiche wie auf Inferno. Sie müssen da jetzt erstmal... Deine Runboost. Sie müssen als erstmal schaffen, dass sie die Gegner Moneybrook setzen können. Wobei das halt schwieriger ist, die T's Moneybrook zu setzen letztendlich. Da musste sie eigentlich immer wieder ein, zwei Runden holen, also eine Runde holen lassen zwischendurch, damit sich der Loserbonus wieder resettet. Denn diese 3400, die reichen meist. Als nächstes durch die Smoke gegen Pimp. Oh. Oh, Pimp verschießt ganz, ganz bitter. Jetzt ist natürlich der Connector futsch und dadurch die Mitte auch mehr oder weniger. Eher mehr. Oh, er muss zumindest auf dem A-Spot einen setzen können. Aber der Connector, der wird trotzdem immer weiter eingehen. Und die Bombe ist immer noch hinten. Die wird dann wahrscheinlich gleich vom Viali geholt, wenn er auf dem Spot drauf ist. Da muss man jetzt erstmal drauf kommen. Eventuell rotiert man halt immer noch mal, deswegen die Bombe da hinten noch hingelegt. So, Viali hat rausgepusht, aber wird gerefrackt. Also noch einen setzen können. AZ gegen Neo. Pascha kommt da hinten aus dem Window raus. Oh, AZ, da knallt er wieder einen rein. Jetzt sind beide blind. Zum Glück von AZ, sonst wäre er jetzt wahrscheinlich tot, aber Kierbei, der hier Neo als letzten Überlebenden rausnehmen kann. 12 zu 8, also nochmal eine Runde für Dignitas. Und für Virtus Pro normalerweise, naja gut, sie haben, naja doch, sie müssen Eco machen. Eventuell auch Forceball, gerade der, also Tess ist es, der hier die 5800 hat, der könnte halt ein, zwei Pistols legen. Wobei selbst das eigentlich nicht sein muss. Man muss jetzt so oder so sparen, also ob man jetzt noch ein, zwei Waffen mehr hat oder nicht, also Pistols mehr oder nicht, ist eigentlich egal. Er könnte es schon machen, es wäre einfach besser jetzt, um die ganze Runde rumzubringen, aber wie gesagt, es ist auch nicht schlecht, wenn er ein bisschen mehr Geld hat, weil er dann wahrscheinlich auch eine AWP legen wird. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, ein Pimp direkt im First Track in der Mitte gesetzt. Also einen rausgezogen schon mal. Leute, so eine präsente AWP ist natürlich auch auf Mirage immer nicht schlecht. Wenn du da die Mitte immer wieder first fragen kannst oder halt auch zum Beispiel am B-Spot immer wieder ins Haus rein oder auch mal Richtung Action. Alles hat alles seine Vorteile, wenn man da eine starke AWP hat. Oh, Viali hat auf jeden Fall einmal gegen den Connector sauber dann geholzt und einen Gegner da rausgenommen. Also man hat es 4 gegen 4, aber natürlich trotzdem. Der Waffenvorteil ist immer noch eindeutig bei Dignitas. Also was das angeht, sind sie natürlich deutlich besser ausgerüstet. MSL hat seine Chance leider vergeben, gegen den Connector die Schüsse zu setzen. Und Virtus Pro ist sich immer noch nicht so ganz sicher, wo es hingehen soll. Also sie dümpeln da immer noch so ein bisschen in der Mitte rum. MSL scheint das aber schon ganz gut am Schirm zu haben. Da kommt die Gegenflash, die sitzt sehr, sehr gut, aber Neo macht ihm da die Hölle heiß, damit er eben nicht seine Mates pushen kann. Jawohl, schöner erster Headshot jetzt gegen Snacks, ganz kurz den Reload. Sein Mate, den unterstützt mit der AWP. Jawohl, der Spray sitzt von MSL. Und damit ist Tess jetzt der letzte Überlebende, der sich hier gut versetzt hat mit der Deagle. Also, 12 zu 9, die Anti-Eco, die an Dignitas geht. Sie haben da einen Spieler verloren. Ja, das war halt auch wieder so ein Deagle-Headshot. Passiert halt mal.
Aber gut, mit 4 Leuten zu überleben ist schon mal nicht schlecht, um sich ein bisschen Geld zurückzulegen. Das auch wieder auf dem Weg hier aufzuholen, aber sie sind natürlich noch nicht über den Berg. Jetzt kommt hier wieder der Argo von Virusbro und der wird natürlich interessant, wie gut sie den ablocken können. So, man hat dieses Mal nur Charlie-M4s. Da kommen die Smokes, da kommen die Flashes. Jetzt geht's auf den Spot. Ah, AZ. Er ist mitgenommen, der zweite ist immer noch blind. Der ist einfach, er hätte auch zuerst extra abwerfen können und der wäre immer noch blind drin gewesen. Und AZ, 3 Kills hier schon gesetzt. Jawohl, da kommt der nächste und damit ist es nur noch Neo und auch der kassiert. Also überhaupt kein Problem, den Go abzuhalten. 12 zu 10 Dignitas. Kommt da wieder langsam, aber sicher an wird das Pro dann und die Polen müssen nochmal in die Eco. Gleich wieder in die Mitte reingefaced, Pascha. Der sich hier weiter reinspielt, auch aus dem Weinkeller schon einen Spieler rausgefahren. Da ist natürlich jetzt der Connector ordentlich unter Druck, aber kann trotzdem ganz gut gegenhalten. AZ und MSL, die ersten beiden Kills in der Runde setzen. Test zumindest jetzt einmal gegenhalten können. Pimp aber hier auch wieder mit dem Reflex am Test. Oh, Neo ist da durch. Oh, Neo! 2 gegen 1, er hat die AWP dabei, er hat die Bombe. Ja, aber er ist blind und das nutzt MSL aus, um ihn mitzunehmen. Also die Anschlussrunde jetzt für Dignitas. Jetzt wird's für die Dänen wieder ernst. Jetzt könnten sie hier zumindest ausgleichen und dann eventuell auch gleich in Führung gehen. Denn wenn Virusbro diese Runde wieder nicht gewinnt, werden sie wahrscheinlich erneut in die Eco müssen. Ja, es kommt. Also sie haben noch ein bisschen was drin, ne? Wir sehen hier schon diese 850, 2x750, die reichen auf jeden Fall, um zu kaufen. Bloß die Frage ist, was passiert mit den anderen beiden, die dann auf Galil umsteigen müssen. Also normalerweise wird das Pro jetzt langsam sicher so weit, dass sie eben nicht mehr sparen müssen mit diesem maximaloser Bonus. Je nachdem wie viele Kills auffallen, das kommt natürlich auch dazu, die Kill Rewards. So, Pimp. Nein, den hat er auf jeden Fall gesehen. Boah, und jetzt kommt der Weinkiller raus, jawohl. Schön gelesen. Die Abiturienten das antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich die Gegner von hinten. Kehrbei gegen 3. Sieht stark nach Runde Nummer 13 aus, für das Pro. Ist auch so ein ganz verbreitetes Symptom bei Teams. Immer diese Runde, gerade dann, wenn sie wieder rankommen würden. Immer diese Runde, die dann zum Ausgleich fehlt, die verliert man ganz, ganz häufig. Ich weiß nicht wieso, aber es ist irgendwie immer so. Wird das Pro jetzt auf jeden Fall mit dem 13 zu 11. Team Dignitas hat noch genügend Geld, um nochmal nachzukaufen. Also dementsprechend, ja, sie sind zwar jetzt nicht ganz rangekommen, aber immerhin schon mal gut vorgelegt. Also wenn sie jetzt so weitermachen. Es wäre sogar gar nicht so schlecht, wenn sie die Runde jetzt wieder gewinnen würden, weil wird das Pro dann den Money-Bonus, also den Loser-Bonus wieder zurückgesetzt bekommt. Das heißt, sie hätten die Polen da wieder in einer geldtechnisch schwierigeren Situation. Nächsten First Break in der Mitte gemacht, den Spray gesetzt gegen AZ. Na, Spray kann man es eigentlich nennen, den kleinen Burst. Den kontrollierten kleinen Burst. Auch den nächsten Kill direkt gezogen hier gegen Connector. MSL wollte ein bisschen was riskieren, aber in der Unterzahl war jetzt der Tess auch noch einen Spieler bekommen. Und da bricht die CD-Deckung langsam und sicher auseinander. Es sind nur noch Pimp und Tensky jetzt. Jetzt ist es nur noch Tensky. 1 gegen 5. Also, er müsste hier erneut acen oder er müsste überhaupt acen. Vorhin war es ja AZ. Erste Flex sitzt, es ist ja bekannt und Virtus Pro sollte eigentlich einfach rotieren und auf den A-Spot gehen. Damit rechnet Tensky momentan auch, aber die Polen machen es eben nicht. Sie warten ihn da eh schon ab, also. Oh, er nimmt Pascha noch raus. Jetzt kann er in den Reload gehen. Ja, er bekommt da bisher so ein bisschen die Einzelduelle. Aber Virtus Pro mittlerweile verschoben. Die Bombe wird auf dem A-Spot jetzt gelegt. So, Neo der Richtung Window hoch aimt. Und Tensky, der scheint einfach nur safen zu wollen. Damit in der nächsten Runde zumindest seine Waffe noch da ist. Dann haben wir, kommt nur 1900, dementsprechend muss man schauen, wie man damit zurechtkommt. Die eine Waffe wäre auf jeden Fall Gold wert. Dadurch kann er noch einmal legen. Pim kann, nee, nicht Pim, sondern MSL könnte einmal legen. Pim kann selber kaufen zur Not. Also es müsste dann einigermaßen hinhauen, wenn er jetzt die Waffe noch durchblinkt.
Jetzt man hat die M4 dabei, gut. So, jetzt ist die Frage, was macht man? Also. Da wird durchgedroppt. Wie gesagt, eine Farmers wird gelegt. Pim kauft es selber. Jawohl, also alles passt soweit. Kierbeil spielt einfach nur die Deagle, das denke ich mal auch okay. Ja, ich glaube, er kann damit auch einiges anrichten. Also 14 zu 11. Das kann jetzt so die leichte Decider-Runde sein, mehr oder weniger. Also für Virtus Pro nicht unbedingt, die kann danach so oder so wieder kaufen, aber für Dignitas halt, dann sollten sie die jetzt verlieren. Da hätten sie nicht allzu viel Equipment und es steht dann eh 15 zu 11. Also hier könnten sie jetzt tatsächlich scheitern an den Polen, aber wie gesagt, selbst wenn sie hier verlieren sollten, sie haben immer noch das Consolation-Finale. Und sie haben verdammt stark aufgespielt. Also verstecken brauchen sie sich absolut nicht mit der Leistung gegen Virtus Pro. Oh, unlucky. Oh, Pascha. Super schön über den Spot rasiert. MSL, der jetzt zumindest einmal noch gegenhalten kann. Ja, aber vergessen wir noch ein zweiter. Okay, aber dann ist Schluss. Auch gegen CT wurde schon wieder ein Kill gezogen. Ja, und damit ist Tensky alleine super stark geschossen. Super stark geschossen von Pascha. Da diese beiden Entry Frags auf den Spot, die war natürlich Gold wert. Ja, und jetzt hat man das 15 zu 11 für das Pro. Nur noch eine Runde, die sie hier davon trennt, direkt in die Playoffs einzuziehen. Nur noch eine einzige Runde. Und dann wären die Polen hier durch. Aber man muss ganz ehrlich dazu sagen, es war alles andere als safe. Also es war schon eine ziemliche Zitterpartie. Das hat er wirklich sehr, sehr gut dagegen gehabt. Bester Anschluss direkt am Anfang der Runde, MSL nur noch mit 17 AP. So, und was macht Virtus Pro? Sie gehen es erstmal langsam und ich denke mal, sie rechnen auch ein Stückchen weiter mit, dass Dignitas vielleicht sogar wirklich offensiv pusht irgendwo. Einfach nur, weil sie halt wissen sollten, dass Dignitas nicht allzu viel Equipment hat. So, Pascha Richtung Connector, versucht den gleichen Move nochmal wie gerade eben. Pimpert's durch die Smoke probiert, aber ihn nicht rechts oder aber zu spät abgedrückt. Boah, Pim. Keine schlechte Position, wollte die Smoke einfach ausnutzen. Die schlechte, die Flash hat er natürlich auch gesehen, aber trotzdem, das Risiko wollte er eingehen, damit er vielleicht den Gegner rausziehen kann. Hier jetzt im Haus auch nochmal zugeschlagen, der AZ, aber trotzdem, die Gegner sind hier momentan auf dem Weg Richtung B-Spot. Hier bei einmal im B-Haus. Er erwischt immerhin einen. Dadurch kann er Virtus Pro ordentlich unter Druck setzen. Die können sich jetzt nicht so wirklich in den Afterplan begeben. Ja. RIP, MSL. Komplette Küche auf einmal freigeräumt. Pimp jetzt on spot. Ja, auch er fällt da. Und jetzt scheint Virtus Pro wieder ordentlich in Fahrt gekommen zu sein. Das sind sie schon eher, wie wir sie in der letzten Zeit gesehen haben. Pascha den nächsten Kill gesetzt. Jawohl. Und jetzt ist AZ alleine. Das sieht nicht gut aus. Und er fällt. Neo mit dem AWP-Headshot. Und Dignitas verliert gegen Virtus Pro in der Map Nummer 3. Aber wie gesagt, sie haben sich verdammt gut geschlagen.